Leoparden, das waren Tiger, ne? Das waren die Tiger. Leoparden haben wir da. Wo zum Kuckuck könnten hier Dingos sein? Wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Das sind nur Hunde. Ja gut, Beutekiste. Poker? Okay, Beutekiste Poker. So, jetzt sind wir ein bisschen geländegängiger. Hoffen wir mal, dass das mir zugutekommt, so schlecht wie ich hier fahre. Warum schlägt die Musik schon wieder um? Das gefällt mir gar nicht. Gnede. Kubanische Zigarren. Oh, ich bin ja Nichtraucher, aber eine schöne Zigarre, da sage ich auch nicht nee zu. Da bin ich ganz ehrlich. Okay, das Auto ist mit Panzertape repariert, stellenweise. Okay. So. Bams, ja, passt schon. Hält der Wagen aus, ohne Schwierigkeiten und Probleme, ne? Oh, da sind auch Kisten, da sind Relikte, Relikt. Die Relikte zu sammeln war dann mal wann anders. Jetzt will ich erstmal eine Runde Poker. Mal schauen, wie das in diesem Spiel ist, wie das rüberkommt. Pokern ist ja auch etwas, was ich ganz gerne mache eigentlich, muss ich ja zugeben. In der Regel aber nicht um Geld, weil, ne, illegales Glücksspiel, nee. Meistens so mit Freunden, einfach aus Just for Fun, das macht schon richtig Spaß. Hier scheinen auch die Fifis ganz schön aggro wieder zu sein. Au. Das ist ein Wildschwein erlegt. Aber ich krieg nichts von ab. Das ist aber unfair. Haie brauchen wir, glaube ich, ja nicht mehr. Hoffe ich auch zumindest. Wenn nicht, wissen wir ja, wo wir sie finden. Irgendwo im Wasser. Aber echt schön. Echt schön, die Grafik. Kiste da. Na, wo ist der Agro-Fifi? Oh, ist der nicht süß? Nee, ist er nicht. Hui, noch einer. Oh, na was, du Kleine. Autsch. Mann, wie viele Fifis sind denn hier unterwegs? Ey, tollwütigen die. Ach, Herr, stell dich doch mal an, Jason. Stell dich noch weiter an. So. Fuck. Ah, mal kurz an die Nase geputzt. So, und jetzt auf wie zum Puckern. Wo geht's hier rein? Da. Spiel mal eine Runde Poker. Nette Spielunke. Ja, 100. Wir wollen mal vorsichtig sein. Guten Abend. War beziehungsweise eher Tag. So. Wo haben wir denn? Ich bin Dealer. Small und Big. Ich calle. Mit W oder S kann ich heben oder absenken. Mit E folgen, call is enter. Ja, das erste wollen wir uns mal anschauen. Oh. Ich werde mitgehen. Meine Güte. Ich geh mit. Das sind immer die Besten, die schon bevor die ersten richtigen Karten auf dem Tisch liegen, schon mit richtig schön raisen. Ich checke. Wo, was habe ich denn überhaupt? Ich checke. Board ansehen. Okay. Ah, Hand ansehen da. 9-4. Two pair. Wir wollen mal nicht zu schnell dran gehen. Ja. Ich gehe mit und erhöhe. Na, Jungs? Passe. Oh. Passe. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll denn das?
Muschis! Ey, hat man so eine Hand mal und dann... Oh. Danke, Fortuna. Na, los, komm. So, da wollen wir mal schauen, was haben wir denn Schönes. König 10, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Calle. Ich calle. Wo das herkam, da ist noch mehr. Ich calle. Na, da hat einer geraced. Das können wir auch. Würzen wir den Pot. Die Runde passe ich. Das kann ich ewig so weitermachen. Okay. Der Pot wird interessanter. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich gehe all in. Fold. Was hat der Hund? Entweder hat es Ass getroffen oder hat sogar eine Straight. Also im Normalfall würde ich jetzt wahrscheinlich folden. Aber mal ganz ehrlich. Call. Er hat's getroffen. Ich wusste es. So, mal gucken, was jetzt Schönes kommt. Tja. Dammit, das war wohl nichts. Okay. Flush, da kann man ja nichts machen. Und Flush hatte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Na gut. Wie gesagt, im Normalfall wäre ich bei sowas rausgegangen. Denn man hat gesehen, es ist sehr teuer, aber okay. So, was haben wir jetzt Schönes? Ach du Schande. Ich werde erhöhen. Da gehe ich mit. Call. Was war? ES. Fold. Fold. Die kann man wegschmeißen, die bringen gar nichts. Auch wenn man im Pott sitzt, aber mit einem Race, ne. Da konnten die nicht eben kommen. Passe. Passe. So. Ja, geil, mit Highcard. Mach dir nichts draus. Ja, komm, das Mischen überspringen wir mal hier. So, gucken wir mal, was haben wir denn Schönes? Na, es ist doch brauchbar, Call. Check. Na, wer will raisen? Keiner! Mensch, das ist ja mal ganz was Tolles. So, die 8 haben wir getroffen. Bam, Baby. Dann wollen wir mal ein bisschen Druck machen. Machen wir das etwas spannender. Oh, fuck. Oh, na, super, noch einer, der was getroffen hat. Wahrscheinlich die Dame. Da gehe ich mit. Okay. Ich gehe mit. Okay, 6, 7, 8. Das ist doch noch gar nichts. Ein paar. Ich check mal. Ich werde checken. Aha. Aha. Problem ist, mit 3 Herz könnte auch einer wieder ein Flash haben. Checke. Ich checke. Geh all in. Und da sehen wir, wer den Flash getroffen hat. Nee, danke. Das ist scheiße. Da geh ich mit. Jetzt bin ich gespannt. Keinen Flash? Oh. Jupp, wir hätten auf jeden Fall verloren. Ich glaub nicht, dass ich gewonnen hab. Jupp. Ich mit. So, mal gucken. Ja, ja. Ich calle. Check. König 4 ist gut. Naja, nicht gut, aber man kann damit was anfangen. Außer man kriegt so einen Flop. Ich werde checken. Ja, da checke ich auch nur. Wenn jetzt einer raced, bin ich raus. Ich checke. Wir können jetzt mal gucken, wie intelligent die KI ist. Ich bin all in. Ich werde passen. Da gehe ich mit. Das gibt's nicht. Ich blöffe und der merkt das nicht. Dammit. Er hat natürlich auch getroffen. Hurra. Dass er damit nicht geraced hat, wundert mich. Ich hätte jetzt gedacht, keiner hätte was.
Naja, das war's dann. War eine lustige Runde, ne? Damit hast du sicher nicht gerechnet. Tschüss, Jungs. Will euch hier nicht zu lange mit Pokern langweilen, meine lieben Zuschauer. Interessant, das werde ich ja bestimmt nochmal machen. Und beim nächsten Mal dann etwas taktischer, aber das Problem ist, dann kann es ganz schön ewig lange dauern. So. Was machen wir als nächstes Schönes? Wir haben gepokert. Ja, wir können uns jetzt mal hier das Relikt holen. Und gleichzeitig hier die Aufgabe da machen. Die alten Marken. Ich hoffe, ich komme da auch halbwegs hoch mit dem Auto. So. Irgendwo hier war es doch da. Oh, was haben wir denn da Schönes? Eine. Oh, da können wir durchfahren. Nice one. Whee! Yo! Na, Jungs, ich kann kein Auto reparieren. Ich habe keine Ahnung davon. Tut mir leid. So, du Bexi, hoch mit dir. Ach, Mann, oh. Hier ist der Weg vorbei. Ja, los, komm. Na, schau, wie weit wir es schaffen, hier hochzukommen mit diesem kleinen Autochen. Oh, geht doch. Gleich sind wir oben. Erstmal schön die Kupplung hier hochquälen. So, hello Fans. Herzlich willkommen. So, was haben wir denn hier Schönes? Irgendwie haben wir noch mehr Kisten. Kisten. Ah, da Kiste. Hier oben sieht man diese kleinen Grafikbugs doch etwas deutlicher. Okay. Scheint es unten auch noch was los. Was ist denn hier los? Ah, einer von uns. Einer von uns! Hi, Kuppel. Hi. Verkaufst du? Verkaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Ist schon gut. Ne, wo sollen wir schon Ahnung von haben? Ich bring es dir bei. Ja, mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorgt dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich möchte ich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber super! Ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Ganz ehrlich? Ja, sicher. Mit Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Naja, auch nette Methoden. Vom Prinzip her ja schön, dass sie den Verblichenen die Sachen wiedergeben wollen. So, gucken wir doch mal. Wo sind die denn alle verstreut hier? Ach, grüne Neune. Okay, das heißt, ich glaube, wir rennen mal als erstes dahin, dann da und dann kommen wir hier so zurück. Dann können wir ja auf dem Weg auch gleich das hier noch mit einsammeln und die beiden gucken, ob ich da irgendwie unten dran komme. So. Wow. Nicht hier runterfallen, ganz böses Aua. Und auch aufpassen nicht, dass hier irgendwelche Tiere rumkriechen, die mich gleich in den Hintern beißen wollen. Das habe ich nämlich gar nicht gern. Oh, grünes Blatt. Na, das ist doch super. Das können wir ja auch noch gut gebrauchen. Na, du armer Tropf. Na komm, da ist die Option. Erste Marke. Und eine Kiste. Bang. So. Da ist er. So, und gucken wir doch mal. Oh. Brauchen wir von denen ich eigentlich auch noch Fell? Ein kleines Mini-Lager hier unten, oder was?
Ja, was haben wir denn da Schönes? Was baut ihr denn hier an? Ist das hier, das ist bestimmt biologischer Gartenunterricht.